Hallo zusammen, ich bin die Nele und lese jetzt für euch Ich bin die Nele. Ich freue mich sehr, bei der Aktion Träumen helfen von German Doctors dabei zu sein und werde jetzt also ein paar Seiten aus meinem Lieblingskinderbuch für euch lesen. Es ist von Peter Brock, erscheint aktuell im Leih-Verlag und ihr seht, ich habe noch eine DDR-Version, die ist schon ein bisschen abgegriffen, aber diese Geschichte ist wirklich schön und sie bleibt auch schön und ich wünsche euch damit jetzt ganz viel Spaß. Ich bin die Nele. Ein Lebenslauf ist doch sehr schwer. Mach mal eine Lücke, Moritz, dass ich näher rücken kann. Danke, so geht's. Jetzt brauche ich bloß noch anzufangen mit meiner Geschichte von der Nele. Mittlerweile erzählt sie sich nämlich auch ohne mein Dazutun, wie das Geschichten so an sich haben, die wirkliche Geschichten sind. Doch gerade der Anfang ist nicht leicht oder sagen wir ungewöhnlich. Liegt sicher daran, dass man bei Nele nie genau weiß, wo die Wirklichkeit aufhört und ihre Fantasie anfängt. Manche Leute sagen sogar, sie spinnt. Oder würdet ihr glauben, dass Nele schon am ersten Tag, sie war eben mit Papa und Paul und Sack und Pack in Starnow angekommen, plötzlich auf eine Bühne geriet, mitten in einer festlichen Versammlung? Und dass die Leute im Saal sie stürmisch begrüßt und als neue Bürgerin der Stadt Starnow gefeiert haben, obwohl sie eigentlich nur Vogelfutter kaufen und Spinne. So geht's also nicht. Dann soll erstmal die Nele selber zu Wort kommen. Und zwar in einem Hausaufsatz. Er heißt Mein Lebenslauf. Ich bin die Nele, das einzige Kind von Clemens Sonntag. Aber ein Sonntagskind bin ich trotzdem nicht. Mein Lebenslauf hat an einem Donnerstag angefangen, am 5. Oktober vor 11 Jahren. Es war in Wilbergen, im Kreis Hüssling, im Haus von Krechlers, gleich neben der LPG Frohe Zukunft, wo ich das Licht der Welt erblickte. Mama und Papa und die Oma arbeiteten bei der LPG. Wir haben uns ziemlich gut vertragen. Aber als Mama nach einem Unfall vor 2 Jahren gestorben ist, musste ich mit Papa und der Oma allein auskommen. Paul und Anna kamen erst später dazu. Nun wohnen wir in Starnow, wo Papa schon lange Montagemeister ist, aber erst jetzt eine Wohnung bekommen hat. Oma ist in Wilbergen geblieben, weil sie sich von der LPG nicht trennen will. Auch Anna musste ich dort lassen, in der Revierförsterei bei Herrn Assum. Bloß Paul durfte ich mitnehmen. Rings um Wilbergen ist viel Wald. Dort habe ich Herrn Assum und seinen Tricks oft auf dem Reviergang begleitet. Ihm konnte ich alles erzählen, was ich erlebt hatte. Auch das, was ich nicht erlebt hatte. Und er verstand alles. Papa nicht. Er sagt, ich wüsste manchmal nicht mehr, wie es wirklich war und was ich mir bloß so gedacht habe. Und das wäre Fluckerei. Aber Herr Assum sagt, dass es auch in vielen Büchern so ist. Und das wäre trotzdem keine Fluckerei, sondern eine wahre Geschichte. Auch, dass ich Anna mitten im Wald gefunden habe, ist wirklich wahr. Herr Assum hat es gesehen. Nur, dass sie mir nachgerufen hat, konnte er nicht hören. Weil Anna ein sehr kleines Rehkitz war, deshalb. Sie hatte sich den linken Vorderlauf gebrochen, die Anna. Da haben wir sie geschient und nach Hause getragen und mit der Babyflasche großgezogen. Dadurch wurde Anna so zahm, dass ich mit ihr spazieren gehen konnte. Aber später, als sie mir den Einkaufskorb schragen und Silkes Puppenwagen ganz allein schieben konnte, hat Papa mir nicht erlaubt, solche Wahngeschichten von Anna zu erzählen. Und weil ich meine Fantasie mehr am Zaum halten sollte. Daher musste ich hinter Krechlers Haus ein Lindenbäumchen pflanzen und darunter meine Anna-Geschichten begraben. Das zweite Bäumchen musste ich pflanzen, weil ich mit Stefan Tschörner am Wettlauf mit dem Schulbus schneller gewesen bin als der Bus. Papa wollte auch nicht glauben, dass ich vom kahlen Berg mit dem Regenschirm in die Bärenschlucht geflogen bin. Dabei waren es höchstens 20 Meter. Da habe ich dann lieber, als ich den großen Hecht gefangen hatte, der mir leider aus dem Kescher geflutscht ist, freiwillig ein Bäumchen gepflanzt. Papa hätte es ja doch nicht geglaubt. Nicht mal, wenn er bloß noch 4 und nicht 8 Pfund gewogen hätte, was er wirklich gewogen hat. Bei Herrn Assum durfte er sogar 10 Pfund. Och, jetzt muss ich meinen Lebenslauf noch mal von vorne anfangen. Nur weil Papa ihn gelesen hat. Er sagt, da darf nur drinstehen, was wichtig ist und alles andere soll ich weglassen. Aber was ist wichtig und was nicht? So ein Lebenslauf ist doch sehr schwer. Ankunft im 40. Stock. Wenn bloß Paul nichts passiert. Das war der Satz, den Nele während der Langfahrt von Wilbergen nach Starnow oft wiederholte. Im Ganzen 7 Mal. Beim 8. Mal war nur noch, wenn bloß Paul zu hören. Danach ein tiefer Seufzer. Und dann war sie, wie Herr Sonntag beruhigt feststellte, eingeschlafen. Gestern Abend, die Sonne hatte eben hinter der Hügelkette am Köchlitzsee verschwinden wollen, war das Auto mit Vater und Tochter auf die Reise gegangen. Und der Möbelwagen fuhr jetzt noch hinter ihnen her. Der Sonntagsvater wollte möglichst schon am frühen Morgen in Starnow sein. Um die neue Wohnung einzurichten, brauchte man sicher den ganzen Tag.
und Nele hatte versprochen, ihm dabei tüchtig zu helfen. Zu ihrem Verdruss aber hatte sie sich während der Langreise von Paul trennen müssen. »Ihr plappert mir zu viel, ihr zwei«, hatte der Vater gesagt. »Besser ist, du schläfst ein bisschen, Nele. Morgen gibt's viel Arbeit. Paul wird schon nichts passieren.« Paul hockte, oder konnte man sagen, er saß, zwischen dem Fahrer Windling und dessen Beifahrer Bolniak im Möbelwagen. Er hatte dort reichlich Platz, machte aber davon keinen Gebrauch. Paul begnügte sich mit einer kleinen Stange, auf der er hockte. Und das, ohne nur einmal die Balance zu verlieren. Ja, dabei schlief er sogar. Beifahrer Bolniak aber zeigte sich von so einer Glanzleistung nicht mal beeindruckt. Er hob Paul auf der Stange mitsamt dem Vogelbauer hoch, schüttelte den Kopf und sagte, »Wie kann man einen Wellensittich bloß Paul nennen? Diese Nele muss doch einen Vogel haben.« Worauf der Fahrer Windling bemerkte, »Hat sie ja auch. Stimmt's, Paul?« Da plusterte Paul sich auf und ließ seine schläfrige Querstimme hören. Es klang ungefähr wie, »Hat sie! Hat sie!« Und schon schlief er wieder. Natürlich hatte Nele mittags nicht geschlafen. Wie sollte sie auch? Dafür war sein Umzug viel zu aufregend. Und solange sie während der Fahrt auf der Autobahn noch Tal und Wald und Wolkenschatten über fremden Dörfern und Städten sehen konnte, spürte sie auch nichts vom Müdesein. Auch dann noch nicht, als alles, was links und rechts der Autobahn lag, allmählich in einem tintigen Blau versank. Denn nun liefen die Gedanken plötzlich wieder zurück und landeten in Wildbergen. Nele hing immer noch dem schweren Abschied nach. So ein Abschied geht einem lange nach, auch wenn man sich räumlich noch so weit entfernt. Doch dann kam der Schlaf. Und das ist wohl das entfernteste Land, das es gibt. Wem wundert es da, dass sich in Neles Träumen die junge Stadt Starenau, von der Vater schon so viel erzählt hatte und die sich in Neles üppiger Fantasie wie eine Großstadt ausnahm, dass sich also Starenau allmählich in eine Riesenstadt mit Flugplatz und Autobahn und Fernsehturm und einer stattlichen Anzahl von Wolkenkratzern verwandelte. Die Stadt wuchs und wuchs, je mehr sich die träumende Nele ihr näherte. Und dann empfing sie einen Himmel voller Lichter über einer sechsspurigen Prachtstraße mit atemberaubendem Verkehr, auf der sich nicht nur die Bogenlampen, sondern auch die Wolkenkratzer und der Fernsehturm und alle Leute grüßend vor ihr verneigten. Und Nele, von solch einem triumphalen Empfang überwältigt, winkte nach allen Seiten und rief, »Hurra, da sind wir! Ich bin die Nele und heiße Sonntag. Das ist mein Papa Clemens Sonntag. Und hinten im Möbelwagen ist Paul. Hurra, da sind wir!« Aber auch später, als das Auto tatsächlich vor einem dreistöckigen Neubau in der Liebigstraße hielt, hangelte die Nele noch immer in Traumwolken. Es waren also nicht Papas Arme, die sie die 40 Stufen zur zweiten Etage hinauftrugen. Es war ein Fahrstuhl, mit dem sie 40 Etagen hinaufsauste. Inzwischen hatten die Männer Windling und Bolniak das erste Möbelstück, eine alte Couch, von der sich die Oma nur der Nele zuliebe getrennt hatte, in die leere Wohnung getragen. »Wohin damit?« »Dort, in das kleine Zimmer.« Clemens Sonntag ging der Couch nach und legte die Nele schlafend darauf. Er kannte seine Tochter. Wenn sie erstmal schlief, war sie durch kein Donnerwetter wach zu kriegen. Die Männer gingen wieder hinunter und trugen die Möbel und Kästen Stück für Stück hinauf. Und so verwandelten sich die leeren Räume allmählich in eine Wohnung, die gemütlich zu werden versprach. Pauls Vogelkäfig aber stellten sie vor Neles Tür, hinter der sich lange Zeit nichts rührte. Da brauchte man nicht unbedingt im 40. Stock aus dem Fahrstuhl zu stürzen. Es genügte schon, in der zweiten Etage in einem fremden Zimmer zu erwachen und von tagheller Wirklichkeit überrumpelt zu werden, um aus allen Traumwolken zu fallen. Wo war sie hier? Ein leeres Zimmer, frisch tapezierte Wände, aber ohne Bilder, ohne Regale, kein Teppich, keine Gardine, aber ein Fenster, so breit, dass es fast die ganze Wand ausfüllte. Von draußen fremde, nie gehörte Geräusche. Und endlich ein Erinnerungsstück, an das man sich klammern konnte, um wieder zurückzufinden. Nele lag auf Omas lieber alter Couch. Plötzlich war sie wieder in Wildbergen, stieg mit dem Papa in das Auto, winkte nochmal zurück und »Nele«, krächzte es hinter der Tür. Mit einem Satz war sie dort, riss sie auf und sperrte ihre Augen nicht weniger auf. Da standen zwei Zimmertüren offen und zeigten ihr eine fast fertig eingerichtete Wohnung. Und das alles war geschehen, während sie geschlafen hatte? Nele hatte allen Grund, sich zu ärgern, und Paul spektakelte. Was aber sagte Clemens Sonntag, der mit einem Zollstock aus der Küche kam? »Wird höchste Zeit, dass Paul was zu futtern kriegt.« »Papa!« Schon hing Nele an seinem Hals, drückte sich an ihn und versuchte erst gar nicht zu sagen, was sie jetzt hätte sagen wollen. Es wäre zu viel auf einmal gewesen. Später, als Nele alle Räume besichtigt und Papas sinnvolle Arbeit mit vielen A's und O's bewundert hatte,
als sie mit ihm zusammen schließlich auch ihr Zimmer, das erste, das sie ganz alleine für sich haben würde, eingerichtet hatte, saßen sich die beiden im Balkonzimmer gegenüber und verzehrten ganz gerührt Omas selbstgebackenen und ein paar Äpfel aus dem Wildbergener Garten. »Du Papa, mir kommt zwar, als fehlte da noch was, habe ich recht?« »Stimmt, Vogelfutter.« »Nicht bloß Vogelfutter, Papa.« Clemens Sonntag sah sich um. »Wenn's danach geht«, sagte er, »fehlt dir noch so manches. Ist eben an einem Tag nicht zu schaffen.« »Es hat keinen Zweck«, sagte sich Nele. »Männer verstehen offenbar nicht, dass man so ein Ereignis wie den Einzug in eine andere Stadt und eine neue Wohnung auch gebührend feiern muss. Und dazu gehören Wein und der Geruch einer guten Zigarre, etwas zu knabbern und selbstverständlich Blumen. Sinnlos, mit Papa darüber zu reden.« »Also gut, dann besorge ich jetzt Vogelfutter«, sagte sie und stand auf. »Dabei kann ich mir ja gleich mal Starenau ein bisschen begucken und Omas Auftrag erledigen.« »Was für einen Auftrag?« »Weißt du nicht mehr, was sie gesagt hat? Wenn man will, dass einen die neue Stadt freundlich aufnimmt, muss man den Menschen, denen man zuerst begegnet, was Freundliches zur Begrüßung sagen. Und das mache ich jetzt.« Sie wollte schon gehen, doch der Vater hielt sie fest. »Hör mal, Nele.« Sie musste sogar zwischen seine Knie, um Papas strengen Blick noch näher zu sein. »Meinetwegen begrüße den ersten Besten, als wär's der Großmogul von Bagdad. Aber dass du den Leuten nicht etwa erzählst, wir kämen aus Spitzbergen, wo wir die Seehunde mit Bananen gefüttert hätten. Verstanden?« »Ja, Papa.« »Deine Flunkereien liegen für immer in Wildbergen begraben. Ist das klar?« »Klar, Papa.« »So, und jetzt besorge Vogelfutter.« Und so geht die Nele also hinaus in die weite Welt und sie erlebt so einiges und das auch im wahren Leben. Und es gibt auch noch mehr Parallelen von der Nele zu mir, denn als ich im Alter von Nele war, da bekam ich tatsächlich einen Nymphensittich und nannte ihn Pauli. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte, die man verfolgen und mal lesen sollte. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und hört nie auf zu träumen. Bis bald, die Nele.